Mensch, 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 Leute, willkommen zurück zu Mount & Blade with Fire and Sword, wo wir echt eine aufregende Karawane jetzt haben. Ständig werden wir angegriffen von irgendwem, ey. Hab Dank für eure Hilfe, mein Herr, ihr habt dort draußen mein Leben gerettet. Ich hoffe mal, es funktioniert trotzdem noch, also dass es ganz ist und so, ne? Ach ja, mein Inventar ist voll, ich nehme die mal mit, die sind schick. Ansonsten kann ich nichts mehr mitnehmen, tut mich sorry. Aber die Karawane ist noch da, sehr schön. Brittner Söldner, also muss nicht der Haupttypi da sein, sondern das wird nicht, Kollege, das merkst du, ne? Hat einer meine Karawane gesehen? Die ist abgehauen. Da ist sie ja. Wo willst du hin? Riga ist da seitlich gelegen, das weißt du, oder? Geht doch, endlich mal angekommen, oder was? So, und jetzt aber erstmal ganz schnell hier alles verkaufen, was wir haben. Heidenei. Raus mit der Kohle, ich hab Plunder. Ich bin der Gunther und hab Plunder. Oh, die haben aber schöne Sachen. Oh, das ist alles so teuer. So, wir gehen jetzt mal ins Stadtzentrum und zur Kaufmannsgilde. Geld für 14% monatlich hinterlegen. Das klingt doch schon mal schön. Dahinter legen wir mal 2000. Irgendwie habe ich jetzt alles hinterlegt. Kann das sein? Ah, stimmt. Ich muss auch mal ein bisschen lesen, ne? Guthaben. So, jetzt habe ich 1000 eingezahlt. Sehr schön. Das heißt, ich müsste noch... Wo habe ich das ganze Geld her? Ist hier irgendwas... Wo habe ich denn jetzt die ganze Kohle her, ganz ehrlich? So viel habe ich doch jetzt auch nicht gehandelt, oder? Naja, was soll's. Ich soll mich ja nicht drüber aufregen. Wir gehen jetzt erstmal zum Bürgermeister. Vielleicht können wir das Geld in eine teurere Karawane investieren. 391 für Öl, das bringt schon mal nichts. Räuchfisch, 22 für Räuchfisch. So, insgesamt haben wir 540 Daler für diese riesige, fischige Karawane gezahlt. Müssen wir uns merken, ich will voll den Gewinn haben. That's a nice head, oh shit. You have on your shoulders. Na gut, wenn ihr wollt, dann müssen wir halt kämpfen, ne? Ich sehe das nicht ein, dass ich mich hier zurückziehe wegen irgendwas. Dabadam. Dabadam. Ach, ich habe die eine noch gar nicht als Leibwache eingesetzt. Fällt mir gerade ein. Sollte ich bei Gelegenheit mal machen. Wow. Ach, hier war das. Ja, voll daneben, oder was? Gott, wie viele mit Gewehren sind hier? Es gibt Dinge, die ich nicht lustig finde und das gehört dazu. Tut doch was, das sind zu viele mit Gewehren. Die Nudelholzdame ist da. Oh oh. Oh, mein Pferd. Das hält nicht mehr lange durch. Wenn ich mein Pferd los bin, bin ich mein Leben los. Ohne Mist. Okay. Ich habe sowas von verkackt, Leute. Ich habe sowas von verkackt. Boah, wenn ich die ganzen Nahkämpfer wenigstens loswerde. Doch nicht alle auf einmal jetzt. Ah! Ja, freut ihr euch nur. Ich hasse euch. In Gefangenschaft. Oh, 700 Daler weggenommen, ey. Und meine Karawane ist am Arsch. Wie ich euch hasse. Meine Waffen dürften auch weg sein. Ja, schleppt mich doch nicht bis sonst wohin. Oh, wenigstens habe ich den Carlson noch. Wo sind die anderen beiden abgeblieben? Die sind voll abgehauen, oder was?
Boah, ist das ein Ärgernis. Okay, ich glaube, ich sollte mir doch ein paar Söldner holen. So teuer sind die ja auch nicht. Ich brauche jetzt erstmal wenigstens wieder irgendeine Waffe. Was nehme ich denn da am besten? Irgendwas, was nicht ganz so... Ah, teuer, teuer, teuer. Alle teuer hier, oder was? Nehme ich die? Nehme ich die? Ist schon teuer genug gewesen, schon wieder hier. So, und jetzt ganz schnell zum Söldnerlager. Ich glaube, ich hole mir ein paar richtig schöne Schützen. Mal sehen, wie teuer die sind. Die Ausrüstung ändere ich mal nicht. Ich lasse die mal, wie sie sind. Oh, so teuer sind die gar nicht. Sehr schön. Damit haben wir jetzt wenigstens erstmal ein paar Leute zum Schutz. Und die wollen wir natürlich direkt mal antesten hier, oder was, hä? Vorwärts! Linie bilden! Linie bilden und Feuer auf mein Kommando. Nachladen. Anlegen. Feuer! Wieso kommt das jetzt zweimal? Ich mach mal Feuer frei. Ich könnte auch mal schießen, fällt mir gerade ein, ne? Schieß sie in Grund und Boden. Zack. Boah, die nehmen wieder ihre Waffen nicht raus. Da mache ich sie mal lieber auf Angriffsmodus, damit die mal ein bisschen loslegen. Da spielt die Musik, Leute. Da sind noch Leute, die sich wehren wollen. Die müssen weg. Legt los. Immer schön feuern, Männer. Treffen ist auch nicht verkehrt. Schreit mal ein bisschen los, vielleicht kriege ich den ja noch. Boah, nee, ich hole mir erstmal den, der ballert noch rum. Oder auch nicht. Der andere ist schon abgehauen. Dann dürfte es das gewesen sein, ne? Sehr schön. Gut, ja. Nehmen wir doch einfach mal mit. Und ich kann auch was befördern. Oh yeah. So, was macht denn hier eigentlich, was ist denn das für ein Unterschied? Ich will jetzt mal mit euch reden hier. Erzählt mir mal was hier. Gesundheit 45 zum Beispiel. Gesundheit 45 und Waffen 71. Ich habe die Gesundheit vergessen. Aber das ist auf jeden Fall mehr. Schießen auch, naja gut, die sind dann wirklich ein bisschen besser. Das Shane, das Shane. Gut. Haben wir wieder mal gezeigt, was wir wert sind. Jetzt wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht noch ein bisschen handeln können. Oh, 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 nicht gut, Leute. Ich ahne was. Hab voll getreftet, ey. Nicht mit mich, Banditskis. Rückwärtsgang. Lad nach, verflucht. Lad nach, lad nach, lad nach! Lad nach! Boah. So, und nochmal nachtreten ins Gesicht. Und das war's, haben wir gut gemacht. 150 Taler. Von mir aus kann hier jedes Mal sowas kommen, ja. Da hätte ich voll die Kohle bald. Ja, Tach, es gibt da ein Problem. Meine Karawane ist geplatzt. Und du hast nichts, das ich groß verschicken könnte, ne? Naja, Hauptsache, du machst aus meinem Geld ein bisschen was. Mein Geld soll er mal schön vermehren. Mal sehen, ob wir in Reval irgendwas finden. In Reval gibt es doch bestimmt ein paar Güter, hör mal. Was nehmen wir denn? Salz 142. Oh, das ist ja gut. 1520, da sollten wir ordentlich Gewinn machen. Zack. Ta-da-da!
Reiten wir doch gleich mal zurück, wenn es da so schöne Güter gibt, die sogar hier in der Gegend gehandelt werden. Das ist ja schnell gemachtes Geld, hör mal. Eine Karawane möchte ich losschicken mit Wolltuch 135. Oh, perfekt. Kann ich auch mehrere losschicken? Nee, schade. Aber die Karawane kommt auch ohne mich an. Das kleine Stück schafft die ja wohl. Zack. So, Bürgermeister, das nächste bitte. Töpferwaren. Was die mir einfach mal für geile Sachen geben, das geht alles nach Riga rüber. Das ist ja schön. Ich muss überhaupt nichts machen und krieg Geld dafür. Oh, ich freue mich. Räucherfisch. Dupdidupdidup, 265 ausgegeben und bekommen tue ich ganz viel, nämlich 480. So, damit haben wir doch jetzt ordentlich Kohle hier wieder gefarmt. Das ist doch schön. So, meine Freunde, ich habe hier noch was zu verkaufen. Nahrungstechnisch passt noch alles. Ich hätte gern meine Leibwächter wieder. Geht das? Ich will nichts erklärt kriegen. Ich habe keine Gefangenen dabei, deshalb meckert der, hä? Na gut, meine Leute kriege ich hier nicht wieder. Was soll's? So, da haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Kohle gemacht. Wir können ja mal hier rüber reiten. Vielleicht ist ja in Nava noch ein bisschen was zu handeln. Vielleicht Güter, die nach Rivalen müssen oder vor. Bürgermeister, der ist auch jedes Mal woanders, ne? Ich will eine Karawane. Wir haben eine. Du bist so eine Scheißstadt. Ich reiß dich nieder. Ich bin nicht ausgerastet. Probieren wir es mal da. Oh, die Schweden legen los hier. Die Schweden, die, oh, voll geholt haben sie sich die Stadt. Haben die da überhaupt jetzt was? Dörfleisch 37. Kein Mensch will es haben, oder wie? Geh ich halt wieder. Haben eigentlich solche kleinen Dinger hier auch Bürgermeister? Ich glaube nicht, hä? Doch, haben sie. Na, sowas. Ja, die haben nicht genug Güter. Weil es halt keine große Stadt ist, ne? Würde ich sagen, reiten wir mal nach Vilna. Da wird es ja wohl noch ein paar Güter geben, hör mal. Oder was? Können wir auch gleich mal in die Taverne gucken, ob da wer ist. Der Priester ist wieder da. Willkommen zurück. Varvara ist auch wieder am Start. Willkommen zurück. Sehr schön haben wir das gemacht. Sehr schön, und ich wollte gucken. Habe ich wieder Mist gebaut hier? Okay, womit fangen wir an? Hier Werkzeuge, das klingt gut. Das klingt sogar verführerisch gut. Karawane, ich begleite dich, tapfer wie ich bin. Ja, mein Trupp kostet mich 134 momentan, das ist doch ganz nett. Wollen denn die Rebellen hier? Lasst mich mal in Frieden. So, Bürgermeister, pass mal auf hier. Handelsbeziehung, Karawane und so. Salz, 188 nach Vilna, das passt doch perfekt. Leider wieder nur eine kleine Karawane. Und bevor ich es wieder verpesse... verpesse? Was? Was laber ich? Du bist jetzt auch Leibgarde, hör mal. Und der Spekulatius-Priester auch. Zack. Zack. Auf geht's ins Unbekannt. Ich hab Geld bekommen. Ich hab schon Geld bekommen. Wie sieht's aus mit Geld? Geld habe ich ganz schön was inzwischen. So. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch machen will mit den Handeln, aber momentan will ich halt ein bisschen Kohle zurücklegen, ne? Öl 279 nach Warschau. Bringt das was? Voll der Handelssimulator, wie ich hier spiele, ne? Aber ich brauche nur mal die Kohle, Leute. Ich brauche die Kohle. Zack. Da können wir jetzt mal in Warschau nachgucken, was da so Sache ist. Bürgermeister. Handel, Karawane.
Mehl 62. Nach Vilna. Schon wieder nur eine kleine. Habt mal gefälligst mehr Güter auf Lager, Leute. Ich brauche ordentliche Gewinne. 17.000 Gewinn. Zack. Oder was? Das hat jetzt nämlich gar nicht mal so viel gebracht, ne? Also solange es überhaupt Gewinn bringt, bin ich ja zufrieden. 64er Bier. Nach Riga bringt das was. Ich komme mit. Wartet auf mich, ich bin noch mit am Start, hör mal. Und zack. 605 Taler für den Pecher. So, Bürgermeister hier handeln, aber ein bisschen Dalli. Ich mache hier so viele Karawanen. 25er Fisch nach Vilna, eine riesige Karawane. Die sollte schon ein bisschen mehr Gewinn insgesamt bringen. 600 waren meine Ausgaben. Mal sehen, was ich insgesamt wieder raushole. $1460. Sehr schön. Das hat sich doch tatsächlich sogar ganz schön gelohnt. Also ich glaube, wir können bald mal wieder einen Zwischenstopp in Riga machen und noch ein bisschen was hinterlegen. Denn je mehr Geld ich hinterlege, desto mehr Zinsen bekomme ich. Trauben. 43er Trauben nach Königsberg. Eine mittelgroße Karawane. Da winkt wieder Gewinn. Königsberg, ich will deine Klopse sehen. Die Stadt der Klopse. Na bitte, geht doch. Königsberg, wie sieht's aus? Habt ihr mal ein bisschen was? Vielleicht was, was in Richtung Riga geht, das wäre ganz schön. Leinen 155. Nach Warschau, eine große Karawane. Oh, die bringt Kohle, Leute. Das ist eine wertvollere Karawane, die muss ankommen, da steckt viel Kohle drin. 2425 habe ich reingesteckt. Und 3750 hole ich raus hier. Zieht's euch rein, wie mein Reichtum langsam wächst. Das ist aber was ganz Feines, hör mal. So, Handelsbeziehung Karawan oder was? 49er Bier. Liefern wir mal nach Königsberg. 835 hat's gekostet und rausbekomme ich ganze 1275. Ich bin so glücklich, ich bin so froh, ich kriege Kohle, juppdio. Bürgermeister, gib mir Zeug, das ich verkaufen kann. 36er Räucherfisch. Nach Warschau eine ziemlich große Karawan. Das bringt mir Kohle. Ich sing schon wieder, kann das sein? Es tut mich sorry, Warschau hat jetzt glaube ich nichts mehr, ne? Oder hatten die noch was? Ich glaube, die hatten nur das, was ich schon weggeliefert hatte. Das dachte ich mir. Voll die arme Stadt, hör mal. Ich hab die voll ausgenockt. Gucken wir mal wieder ein Königsbärt. Königsbärt? Das ist der Königsbärt. Jeder König braucht einen Bärt an seiner Seite, der ihn berät. Naja gut, der hat auch keine Güter mehr. Boah, ich hab die voll alle ausgenockt, ey. Wie ich die fertig gemacht hab, Alter. Mein schönes altes Vilna. Bürgermeister, ihr habt doch bestimmt noch was, hä? Kommt schon. Boah, ja, glaub ich's denn, die haben alle nichts mehr. Ich hab die so derb fertig gemacht. Auf nach Riga. Riga ist meine Liga. Jetzt wollen die wieder Kohle oder was hier, hör mal. 333er Öl. Nach Reval. Eine kleine Karawane. Die ist zwar klein, bringt aber ganz schön Gewinn ein. Mehr konnten wir uns wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Obwohl, doch, hätten wir eigentlich müssen. Aber mehr hatten sie wohl nicht auf Vorrat. Zack. Haben die in Reval noch was wegzuliefern, wenn ich schon mal hier bin? So, was ist denn hier das Wertvollste? Die Pelze. 238er Pelze. Nach Riga, das passt gut. Weil ich muss da auch hin. Sehr schön.
Und jetzt hinterlegen wir aber mal ordentlich Kohle, würde ich sagen. Wie Darlehen zurück? Habe ich ein Darlehen aufgenommen? Oh, ich bin ein Horst. Ich habe ein Darlehen aufgenommen, anstatt Geld zu hinterlegen. Ah. Naja, reden wir nicht drüber. Na komm, wir nehmen uns mal 6000 mit. Den Rest hinterlegen wir. Bin ich ein Tütenhorst, ey. Ganz ehrlich, Leute. Ich bin so deppert in der Rübe. Ich hab mal wieder überhaupt nichts mitgekriegt. Wetten, ihr habt euch schon voll wieder krank gelacht über mich. Oh, der Peter. Ich mach aber auch immer so einen Unsinn. Oh Mann, nee, jetzt höre ich auf. Ich muss mich jetzt in den Schlaf heulen gehen, weil ich wieder Unsinn gemacht habe und wieder mal gezeigt habe, was für ein Depp ich bin, ey. Macht's gut, Leute. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.